Herzlich willkommen aus Hamburg und wieder hier auf unserem Kanal. Heute wieder im Trainingsmodus und diesmal habe ich was ganz Besonderes mitgebracht, wo viele Leute immer sagen, oh, das ist so kompliziert. Ich kann versprechen, es wird nicht kompliziert. Es geht um das Risiko und Money Management. Ja, wir können so gut sein als Trader. Wir können so eine starke mentale oder physische stark sein. Wir können die beste Strategie haben. Wenn wir ein verkehrtes Risiko-Money-Management anwenden, dann werden wir trotzdem Verluste erleiden, die dann zu einer Sackgasse führen, nämlich zu einem Totalverlust. Und das möchte ich heute mit euch durchgehen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder über Setups gesprochen, über Techniken. In diesem Video gehen wir jetzt mal detailliert rein. Eine der wichtigsten Komponenten, wenn nicht die wichtigste, zu den psychologischen und Strategien ist das Risiko-Money-Management. Und dann würde ich sagen, let's go. Und wir steigen direkt rein in die Geschichte. Warum ist Risiko- und Money-Management so wichtig? Warum ist Risiko-Management so wichtig? Hier haben wir mal ein Beispiel genommen. Risikopothet. Startkapital, hier ganz kleines Konto, 1000 Euro. Trefferquote von der Strategie, also fast ein Münzwurf, 50% CAV, also sprich Chancen-Risiko-Verhältnis, ja, von 1 zu 1. Risikopothet einmal 20 Euro. Risikopothet einmal 100 Euro. Und wir sehen dort an diesem Graphen da so oben die blaue Linie und die rote Linie. Die rote Linie ist 100 Euro pro Trade, die blaue Linie ist 20 Euro pro Trade. Wir haben exakt die gleichen Einstiege, die gleiche Strategie, alles bleibt gleich. Und wir sehen in diesem Beispiel, wir sind zwar kurzfristig mit der roten Linie im Gewinn, aber dann geht es kräftig nach unten. Und woran liegt das? Nicht an der Strategie, sondern an das verkehrte Management dieser Position. Und darum wird es letztendlich gehen. Hier nochmal ein bisschen detaillierter. Ja, und hier sehen wir einmal Risiko 2% pro Trade. Habt ihr mit Sicherheit schon gehört über irgendwelche Social-Media-Kanäle, wie auch immer. Oder ich riskiere immer 10% pro Trade. Das ist natürlich viel zu viel. Und wir sehen hier bei dem Risiko 10%, was passiert. Man ist schnell im Gewinn, aber wenn dann eine Verluststrähne kommt, eine Verlustphase kommt, die es ja an der Börse immer gibt, das müssen wir mit einkalkulieren, dann sehen wir, was dort passiert. Das Konto mit dem 10% liegt bei 214 und das risikolosere, also mit 2% pro Trade, liegt im Gewinn. Und das ist letztendlich das, wofür wir letztendlich da sind, dass wir schauen, dass wir das Risiko wirklich immer im Auge behalten. Hier nochmal, warum ist das Risiko Money Management so wichtig? Wir sehen hier, wofür die meisten Leute immer Angst haben. Ja, weil wir haben einen Kontostand, wir haben einen bestimmten Aktienwert, der bei 197 Euro in diesem Beispiel liegt. Wir haben einen Stop-Loss von 160, also wir wollen den Stop-Loss bei 160 Euro legen, so, und das Risiko liegt bei 2%. So, was machen wir jetzt? Und da steigen die meisten Leute aus und sagen, oh, das ist aber kompliziert, ich wusste das. Ich mache doch lieber einen MSCI World Index, das ist Trading, das ist mir zu wichtig. Meine Damen und Herren, wir haben natürlich, wenn wir dort eine Herausforderung haben oder ein Problem, haben wir immer eine Lösung. Vor 14 Jahren habe ich mit dem Team zusammen, und ich bin mit Sicherheit kein Programmierer, aber ich habe gesagt, wir müssen ein Tool entwickeln, wo dieses Risiko- und Money-Management sehr einfach zu sehen ist. Und das ist hier keine Verkaufsveranstaltung, es ist aber das beste Tool, was du aktuell auf dem Markt bekommst. Das Beste in der Form, weil es so einfach ist. Keep it stupid and simple, weil ich brauche einfach nur Stop-Loss-Marke, wo platziere ich die, wo kann ich das mit der Linie hin platzieren, wie viel Risiko gehe ich maximal rein, das war's. Dieses Tool werde ich euch jetzt live vorstellen und ich würde sagen, gehen wir mal direkt rein in unsere Software, die kennt ihr ja von mir mittlerweile, MetaTrader 4. Wir öffnen jetzt hier mal einen ganz normalen DAX-Chart, DAX 40. Ich nehme jetzt mal eine Vorlage von mir, die ich schon vorbereitet habe. Sei mal Zickzacklinie. So. Gehen mal auf den kurzfristigen Zeitebenen. Spielt ja in dem Moment keine Rolle. So, jetzt haben wir hier einen Graphen, einen DAX-Chart. Aktuell heute bei 16.112, wo wir das Video jetzt hier gerade aufzeichnen. So, der normale Broker. Ich werde jetzt ein bisschen leiser, weil unser Hausbroker ist genau ein Eingang weiter hier von mir, ja, in der großen Elbstraße. Nein, aber der Broker, die Broker möchten eins, dass ihr viel tradet, dass ihr vielleicht sogar viel zu große Positionen eingeht. Und deswegen haben die meisten Order-Tools
eine ganz einfache Funktion. Man kann hier die Lot-Size eingeben, man kann den Stop-Loss eingeben, aber was man hier zum Beispiel bei dieser Software nicht machen kann, ja, pass auf, ich möchte nur maximal 1% von meinem Kontostand riskieren. So, das kann ich jetzt natürlich mit einer Excel-Tabelle ausrechnen, gebe ich zu, ja, aber es wird verleitet dazu, immer mit einer festen Positionsgröße zu arbeiten. Und das wollen wir nicht. Und dafür haben wir den Trade Manager. Und ich hole den mal rein. Unter der Rubrik hier seht ihr ein Order-Tool, was jeder von euch auch bei uns testen kann. So, und was ich wollte, ist einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie long gehe, also ich kaufe und ich möchte maximal 1% riskieren. Ich habe jetzt hier einen Kontostand von 50 Euro. Ich drücke jetzt mal hier auf Buy. Dann seht ihr hier die rote Linie. Seht ihr die? Die kann ich jetzt mit der linken Maustaste nach oben oder nach unten schieben. Ganz einfach. So, und wir nehmen das letzte Tief. Und ihr kennt es ja von mir, auch vom letzten Mal, auch von unserer Tagesstrategie. Wir haben ja einen tollen Indikator, der heißt der Sun-Indikator. Den hole ich jetzt hier mit rein. Und dann werden wir da die rote Sonne sehen oder die blaue Sonne. Und wir sehen dort, da ist das Tief, wo ich die rote Linie gemacht habe. Und jetzt habe ich hier unterschiedliche Sets. Und ich möchte gerne 1% Risiko eingehen und möchte gerne vielleicht CRV 1:2 mitnehmen oder weniger, wie auch immer. Das kann ich hier einstellen. Und wenn ich jetzt kaufe und ich gehe auf Ausführung, meine Damen und Herren, dann gehe ich jetzt zum aktuellen Preis Long. Und wenn der Trade jetzt nach runterläuft, dann riskieren wir 1%. Das heißt, mehr als 1% bei einer normalen Marktsituation geht dann automatisch in den Verlust. Aber nicht mehr. So, wenn wir jetzt diese Order mal löschen und sagen, wir haben jetzt mal einen ganz weiten Stop-Loss. Schaut mal hier ganz weit unten. Da unten, das ist ein DAX-Stand von 15.456 Zähler. Ich drücke hier auf Kaufen. Nimm diese rote Linie, meine Damen und Herren, die rote Linie ganz nach unten hier, die Stop-Loss-Linie. So, und ich habe jetzt 1%. Was passiert jetzt? Wenn der Markt jetzt fällt, fällt er ja viel weiter runter. Aber dadurch, dass wir die Positionsgröße berechnet haben und die Positionsgröße kleiner wird, ja, und das möchte ich euch an diesem Beispiel zeigen. Und bitte, meine Damen und Herren, das ist nicht schwierig. Man braucht ein wenig Willen, das zu verstehen. Aber schaut mal, 0,7 Lots bedeutet 70 Cent pro Lot. Ich schiebe das nach oben und die Lot-Size wird immer größer. Aber wenn ich einen Trade jetzt ansetze, so dort, und der Markt fällt gegen uns oder läuft gegen uns, verliere ich 1%. Platziere ich den Stop-Loss ganz weit nach unten, verliere ich auch nur 1%. Aber die Lot-Size wird kleiner. So, und das ist der Schlüssel, meine Damen und Herren. Schlüssel für noch mehr Erfolg in deinem oder ihrem Training. Das sage ich euch. Wenn ich auf einer World of Trading bin, auf einer Invest in Stuttgart und dort Vorträge halte und mir einen Kaffee hole und ich dann im Smalltalk lande, meine Damen und Herren, die wenigsten können mir erklären, was 1%, wenn ich eine Aktie kaufe, was 1% tatsächlich nicht nur wert ist, sondern wenn ich einen Stop-Loss platziere, wie viele Aktien kann ich kaufen oder wenn ich jetzt den DAX nehme, wie viele DAX-Positionen kann ich kaufen. Okay. Das haben die meisten Leute nicht gelernt. Heute wisst ihr, ihr braucht das Tool, dann ist das Ganze viel, viel einfacher und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Appetit auf mehr geben, denn diese Lernvideos sollen keine langen Videos werden. Ich möchte gerne die essentiell wichtigen Dinge im Trading euch hier auf diesem Weg mitgeben. Bis dahin wünsche ich euch gute Trades, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.